Ja, ja, ich habe Tickets bestellt gestern. Für alle drei Gruppenspiele habe ich mich beworben. Und vier Tickets pro Spiel. Ja, wenn ich alle bekomme, wird es auch so, wie sie es gestanden. Gute Tausiger. Über Tausiger. Du hast das Gefühl, du bekommst sie? Nein. Nein, also nicht das Gefühl. Ich habe nicht bestellt, aber das ist nicht. Maximal mal so 300 Franken. Ja. Pro Spiel. Okay. Okay. Und wenn du keine bekommst, gingst du den probieren vom Schwarzmarkt zu bekommen, vor dem Stadion? Das nicht. Entweder es läuft legal oder... Dann mache ich Party. Ja, ich habe bestellt, schon im Herbst bereits. Okay, und? Hast ja, du bekommen? Zwei Tickets für Spiel Holland-Frankreich. Ja, also mein Vater hat direkt bestellt, bei mir gestern oder so. Gut, du würdest dich mitnehmen, wenn du gewinnen würdest? Ja, sicher. Und du? Also wir zwei hätten schon gerne Billets und so. Aber wir haben gedacht, wir bekommen sowieso keine mehr. Also von dem her haben wir auch keine mehr bestellt. Ja. Oder ihr werdet auch keine mehr bestellen? Nein, auch nicht. Nein, leider noch nicht. Du wirst ja so nicht mehr über das Internet bestellen? Nein, auch nicht. Also mein Vater hat gesagt, er schaut noch wegen der Game Match. Portugal-Türkei. Ich habe mich nicht beworben, weil man im Vorfeld schon länger gehört hat, dass eigentlich alles ausgebucht ist, nicht viel Platz hat. Gegen 400 Anfragen pro Billion und zu wenig Fan wären wir nicht sinnvoll besitzt. Ja. Ein riesen Fan sagt, ich mache gar nichts, probieren wir. Ich habe gesagt, das werden wir gar nicht sehen. Ja. Mir ist Basketball interessant, deswegen ist nicht zu shooten eigentlich im Stadion. Vielleicht haben wir Fans. Nein, ich habe nicht mehr. Es ist mir noch viel zu teuer. Wenn ich schaue, wie ich in der Schweiz spiele, vielleicht so 60-70 Franken.